Wir sind die einzige öffentliche Schule mit dem Fach Deutsch. Hier lernen wir die Sprache und die Kultur Deutschlands. Die Schule liegt in einer ländlichen Zone und ist in der Nähe vom Poás-Vulkan. Der Poás-Vulkan ist der aktivste der Welt. Vor einigen Jahrzehnten wurde der Wissenschaftler Alexander von Francius von Humboldt nach Costa Rica geschickt. Danach haben im Jahr 1860 die Forschungsarbeiten mit Alexander von Francius am Vulkan angefangen. Schon seit 70 Jahren gibt es kein Militär in Costa Rica. Weil unsere Großeltern damals entschieden haben, die Armee abzuschaffen. In unserem Land beschäftigen wir uns mit der Bildung, mit dem Leben in einer starken Demokratie und wir wissen, dass wir niemals Soldaten sein werden. Aus unserem Dorf Poás in der Provinz Alajuela möchten wir Sie herzlich einladen, unser Land Costa Rica zu besuchen. Wir würden gern mit Ihnen und der deutschen Bevölkerung unsere Liebe zum Umweltschutz teilen und Ihnen unsere Bemühungen gegen den Klimawandel ans Herz legen. Hier in unserer Schule warten wir auf Sie. Wir würden Sie jederzeit mit offenen Armen empfangen. Vielen Dank!